Egal ob Karies oder Parodontitis, die meisten Erkrankungen im Mund sind mit Bakterien verknüpft. Zu Hause versuchen wir die natürlich so gut wie möglich wegzuputzen, aber wir sehen ja nicht in unseren eigenen Mund. Deshalb gibt es so Leute wie meine wunderbare Sabine, die Ihnen dabei hilft, Ihren Mund sauber zu halten. Bei der Mundhygiene versuche ich den Patienten zu motivieren und zu zeigen, wo er vielleicht Schwachstellen hat beim Putzen. Ich färbe die Zähne ein und kann dem Patienten genau zeigen, wo er eben diese Schwachstellen hat und wo er zu Hause besser putzen kann. Es ist oft für den Patienten momentan überraschend, dass er sieht, er glaubt, er hat schön die Zähne geputzt. Leider ist es oft nicht so. Aber das ist bei fast 90% der Patienten so. Wir versuchen beides zu lösen und ich nehme den Zahnstein weg, poliere die Zähne schön und gebe eine Fluoridierung. Ich kläre den Patienten auch auf, was er vielleicht eventuell besser machen kann. Ich erkläre ihm die Putztechnik. Ich möchte den Patienten darauf hinweisen, wie wichtig das auch ist, wie wichtig auch diese Mundhygiene ist. Wenn ich dann fertig bin mit der Mundhygiene, mit Aufklärung, der Patient zufrieden ist, hole ich dann die Frau Doktor und sie gibt auch noch das Okay und sagt in den schönsten Fällen, kommen Sie in einem halben Jahr wieder zu uns. Das ist die größte Freude des Patienten und er kommt hoffentlich gerne wieder zu uns. Es ist tatsächlich so, dass Patienten, die einmal jährlich, manche sogar zweimal jährlich zur Mundhygiene kommen, keine Karies oder keine gravierende Karies mehr haben. Auch die Parodontitis lässt sich entweder sehr, sehr viele Jahre nach hinten schieben oder tritt erst gar nicht auf. Ich möchte Sie wirklich motivieren, Ihre Kontrollsitzung mit einer Mundhygienesitzung zu verbinden. Nicht nur, dass Zahnstein entfernt wird, es werden auch die Zähne aufpoliert. Dadurch halten sich Bakterien oder Zahnsteingefüge gar nicht mehr so fest am Zahn an. Ich bin mir sicher, wenn Sie in Ihren Mundhygienerhythmus finden, werden Sie dauerhaft schöne Zähne haben.